Hi Leute, heute geht's weiter mit einer neuen Champion-Runde. Und ich habe ehrlich gesagt doch gar keine Ahnung, wen wir nehmen. Wir haben beim letzten Mal die Syndra gespielt in der Mitte. Und jetzt wäre wieder Jungle dran. Und mal sehen, wen ich dann nehme. Übrigens, für diejenigen von euch, die sich fragen, welchen Champion ich gekauft habe, ich habe ja hier das für das Sternwächter-Event. Da haben wir da ja das S gemacht. Das ist ja in dem letzten Best Moments drin gewesen, also in der vorherigen Folge. Haben wir dieses Symbol bekommen. Das habe ich jetzt übrigens nur ni deshalb nicht drin, wegen den Quests für die hier. Nur noch 3 Tage. Okay, die muss ich machen. Und ich habe natürlich einmal dieses Symbol gekauft und einmal ein Champion und wer von euch gut aufpasst und meine Champions eigentlich kennt, der sieht schon lange, welchen Champion ich dazu bekommen habe. Es ist die Cassiopeia. Ich habe es bisher noch nicht gespielt, genauso wie den Amumu. Und wen habe ich noch nicht gespielt? Pantheon und Zion. Ich habe Zion. Woher habe ich denn Zion? Gut, Pantheon habe ich mich, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal überrascht, deswegen ist er mir langsam im Kopf geblieben. Aber woher habe ich Zion? Keine Ahnung. Naja, aber welchen Jungler spielen wir jetzt als nächstes? Man kann da ja auf Rollen machen. Assassin. Oh. Aber nicht auf welche Lane. Okay, das ist blöd. Also wir könnten Amumu machen. Das würde mir tatsächlich sogar irgendwie gefallen. Aber ich habe Amumu. Habe ich jetzt ein einziges Mal gespielt. Und das war, bevor ich noch Leona überhaupt das erste Mal gespielt hatte. Ich habe. Tatsächlich, Amumu habe ich vor Leona gespielt und der hat mir sehr gut gefallen. Und wenn ich Leona nicht ungefähr eine Woche später zufällig frei spielbar gewesen wäre und ich sie gespielt hätte und entschieden hätte, boah, die ist geil, die nehme ich als meinen Lieblingsspieler, als meinen Lieblingschampion, dann wäre es vermutlich Amumu geworden. Aber welche Jungle gibt es noch? Diana gäbe es noch? Diana, Fiddlesticks. Wo wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme Master Yi. Ich glaube, ich werde Master Yi nehmen. So, abwechselnde Wahl. So, wir wollen in den Dschungel. Wenn wir nicht in den Dschungel kommen, wollen wir top. Genau. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe schon ewig nicht mehr Master Yi gespielt. Als ich das letzte Mal gespielt habe, das war tatsächlich in Aram. Da habe ich ein S erzielt mit ihm. Das war voll geil. Da habe ich zwei miteinander Aram gespielt. Alleine. Sehr selten, aber das ist dann doch mal passiert. Das erste habe ich Ezreal bekommen. War ein S. Habe ich eine Truhe gekriegt. War voll geil. Dann habe ich Master Yi bekommen. War auch ein S. Habe ich eine Truhe bekommen. War voll geil. Ja. Aber naja. Ich hatte da halt ein bisschen Glück, weil ich ein gutes Team hatte und das andere gegnerische Team war schlecht. Und da wurde ich halt gefeedet und bin sehr oft nicht so oft gestorben und deswegen war so gut. Aber Master Yi im Jungle, tatsächlich habe ich ihn schon ein paar Mal im Jungle gespielt, aber das war ja letzte Season noch. Vielleicht sogar vorletzte. Nein, letzte Season, glaube ich, war das. Ja, wir sind im Dschungel. So, oh Mann, ich müsste die App starten. Ich weiß ja gar nicht, was gegen was Master Yi schlecht ist. Nee, zu wenig Zeit. Ich muss die App immer im Voraus starten, weil mein Handy so schlecht ist und es dauert ein bisschen. 20 Sekunden reichen leider nicht. Wen nehmen wir? Wen nehmen wir? Nehmen wir. Boah, nehmen wir Fiddlesticks raus. Einfach so. Ich habe keine Ahnung, ob Master Yi dagegen gut wäre. Nein, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Nein! Hallo? Ich habe gerade entschieden, dass ich eine Master Yi Champion Runde mache. Und dann machen die sowas? Okay. Okay, wir machen eine andere Champion-Runde. Es wird nicht Master Yi Champion-Runde, es wird eine andere Champion-Runde.
Oder soll ich trotzdem Master Yi machen? Nein, nein. Wisst ihr was, da wird's die Diana Champion Runde. So. Und wisst ihr was, wir spielen trotzdem Amumu. Wir spielen doch Amumu. Wir spielen Amumu. So, dann nehmen wir jetzt Tank- und Magieresistenz. Das nehme ich immer sehr gerne. Und da nehme ich... Oh, boah. Ich habe gar keine Meisterschaftsseite für Pika rein. Ich habe keine Meisterschaftsseite für einen AP-Jungler. Fuck. Scheiße. Das ist echt scheiße. Ich könnte die Variable kurz bearbeiten. Vielleicht habe ich noch genügend Zeit. Ach du Scheiße. Das sieht ja plötzlich ganz anders aus, als beim letzten Mal, als ich da reingeschaut habe. Aber wisst ihr was? Ich nehme die einfach. Scheiß drauf. Ich habe da... Mann, ich hätte jetzt mit Basir nicht einfach die Sachen, gleichen Sachen genommen wie für mit Nocturne. Ich dachte, ihr würdet niemals mich wählen. Jungle Takes Might, das kam jetzt, als ich gerade schon draufgeklickt hatte. Leider ist mein PC, war mein PC langsamer, als er geschrieben hat. Und tatsächlich ist es jetzt das erste Mal seit 5 Jahren, dass ich Amumu spiele. Also, First Time Amumu. So. Er wurde ja in der Zwischenzeit, glaube ich, auch wieder überarbeitet. Naja. Puh, oh Mann. Jetzt bin ich aber gespannt, wie das wird. Amumu. Die Geschichte von Amumu werde ich nicht vorlesen. Die habe ich ja erst schon mal vor ein paar Monaten vorgelesen. Und ich glaube, hier wäre nur eine gekürzte Fassung drin. Und schaut euch einfach das Video vom letzten Mal an. Wäre beim nächsten Mal gewesen, aber... Also im gewohnten Wald wäre das gewesen, aber naja. So. Jetzt muss ich mir tatsächlich mal Beschwörerzauber durchlesen. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal gemacht. Boah, das ist ja ewig her. Ich spiele eigentlich immer nur die gleichen Champions. Das ist nicht mal ewig her. Ich habe die von Gragas habe ich mir nicht durchgelesen, weil ich keinen Bock drauf hatte, weil ich stinkig war. Genau. Die von Rengar, als ich mal Rengar spielen musste, hatte ich mir auch nicht durchgelesen, weil da war ich stinksauer, dass ich Rengar bekommen habe. Ich weiß nicht mehr warum. War ich überhaupt stinksauer? Das weiß ich auch nicht mehr. Naja. Boah. Das wird nicht lustig. Und auch nicht funny, falls da ist eine von euch. Boah, die Gegner, ich muss mir vorstellen. Wir haben den siegreichen Maokai Top, die Gegner. Gragas Jungle, Drachenherrin Zyra, Mitte, Hainun Jin, ADC, Rakan Support. Bei uns haben wir Teemo Top, wir spielen Amumu Jungle, Talon Mitte, Miss Fortune ADC und Malphite Support, okay. Bei den Gegnern sind hier Rape, heißen die also. Vergewaltigen. Gragas, Jin und Rakan sind in einem Team. Ist bei uns, Kamuna, ist es nicht ersichtlich. Sander, Amumu. Ja. Boah, ich habe keine Ahnung. Wirft eine Bandage. Nein, ich glaube, das ist nicht gut. Verzweiflung, ich glaube, das ist besser. Wutanfall. Oh, das wäre echt geil. Aber 10 Sekunden Abklingzeit. Ich glaube... Ich habe echt keine Ahnung. Was ist denn die Passiv? Man muss normale Angriffe verfluchen seine Gegner und lassen absoluten Schaden leiden, wenn sie von magischen Schaden getroffen worden sind. Oh, geil. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Immer machen das da. Das macht magischen Schaden. Suchen wir uns Freunde. So. Ich glaube, er hat nicht gelesen, dass ich zum ersten Mal Amumu mache. Und ich wollte eigentlich Master Yi spielen. Und deswegen habe ich auch nichts für Amumu vorbereitet. Sonst hätte ich gesagt, okay, machen wir kurz die Meisterschaftsseite. Weil mit Master Yi, da hätte das eigentlich gepasst. Wohin gehen wir? Wohin gehen wir? Gute Frage.
So, da oben ist keiner. Okay. Okay. So, ist der jetzt verflucht? Ich glaube, das ist das. Eine verfluchte Berührung, tatsächlich. So, gleich mal smiten und dann machen wir, glaube ich, das. Oh, ich glaube, das war eventuell. Wir bedanken uns nochmal und dann trinken wir gleich mal ein. Eventuell hätte ich nicht. Hey Kitty. Na was? Jedes Mal, wenn Amumu durch normale Angriffe getroffen wird, verringert sich die Abklingzeit. Wow, geil! Haha, das wusste ich gar nicht. Wohin gehen wir? Nein, ich gehe jetzt darüber. Ich spiele sicher. So. Also wir leiden weniger Schaden, das finde ich sehr, sehr schön. Und die leiden mehr Schaden, das finde ich auch schön. Und sie reduzieren unsere Abklingzeitverlängerung. Das ist auch sehr toll. So, wir holen uns jetzt das da. Und dann gehe ich jetzt aber. Ich brauche noch 12 Sekunden für Smite. Ich schaue jetzt kurz weg den da. Suchen wir uns Freunde. Smiten werde ich ihn jetzt nicht. Ich hoffe, die Syrer hat hier kein Wort, sonst weiß sie, dass ich da bin. So. Gleich haben wir den. Okay. Sehr schön. So, und jetzt holen wir uns Blue. Den können wir nämlich smiten. So. Wobei, den muss ich gar nicht, da ist ja die Zahl da drüber. 430 Schadenspunkte machen wir. Was? Nein! So. Jetzt würde ich den da gerne. Aber ich weiß nicht, ob ich den kriege. Ich versuche es einfach mal. Fuck, nee, den kriege ich nicht. Da muss ich weglaufen. Mist, 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 schade. Bin zu schwach. Ich hätte wahrscheinlich statt dem, hätte ich den da. Das kostet doch 80 Mana, das ist zu Mana-intensiv. Ich hätte wahrscheinlich. Na gut, vielleicht ist das andere noch Mana-intensiver, das weiß ich ja nicht. So. Ja, ich glaube, das reicht jetzt fürs Erste. Ich hätte mir gerne jetzt mal Richtung Botlane. Ah, die werden. Wobei Jhin hätte kein Mana. Und jetzt ist er auch ein bisschen unten. Und der Ward ist gerade ausgelaufen. Das ist ja perfekt. Als ob das Spiel möchte, dass wir ganken. Ja, die sind zurück. Rakan hatte mich gesehen. Das ist echt blöd. Na gut. Das ist echt saublöd. Was war das? Ach, das war der Schmetterling da oben. Cool. Spiel doch mit mir. Genau, spielt mit mir. Ich brauche unbedingt. Ich muss jetzt echt den Heiltrank nehmen. So, jetzt kommt die W. Spiel doch mit so. Mir. Wir spielen doch mit dir. Da habe ich jetzt meinen Red Ward hin. Und dann geht's jetzt zu den. So. Das war jetzt nicht sehr schön. Das war überhaupt nicht schön. Kommt der einfach daher. Der hat jetzt alles gekriegt außer einen.
alles außer einen. Und dabei hätte ich nur noch eine E machen müssen. Unser Zerschmettern hat er auch noch gemacht. Aber dann hat er das wenigstens gerade nicht mehr zur Verfügung. Oh, Red wäre jetzt gleich wieder da. Ja, ich geh kurz nach Hause und dann hol ich mir. So, ich hol mal den da hole ich mir jetzt, den brauche ich. Und dann geht's da mit der Glut weiter und dann geht's jetzt hier zu Red. Das war knapp. Ich wäre auch Level 5 geworden mit den Vögeln. Mist. Blöder Gragas. Wohin gehen wir? Wir gehen hier zu Red. So, den Trank nehmen wir gleich. Der wird jetzt aber gesmited. 450 Punkte haben wir. So. Wohin gehen wir? Wenn Malphite kommt, kommen wir auch mal. Oh Mist. So, wir holen uns jetzt den da. Dann können wir auch wieder was trinken. Ich hätte jetzt fast die Kuh gemacht. Ich hätte fast die Kuh gemacht. Miss Fortune ist weg. Timo scheint gegen Maokai offenbar keine Probleme zu haben. Oh, verdammt. Aber er hat keinen Flash mehr. Hat doch ein bisschen durch. Nein! Mist. Komm schon, der hat jetzt hinten drauf. Ja! Aber bitte stirb jetzt nicht. Oh, Mist. Mist. What? Talon? Wenn der Talon den jetzt noch kriegt, das wäre Hammer. Schade, er ist sogar geflasht. Na gut, ich gehe jetzt top. Das ist echt schade. Die sind halt, haben halt echt ein höheres Level. Die sind beide schon Level 6 gewesen. Gragas ist auch schon Level 6. Verdammt, ich erst Level 5. Das sind halt echt die Vögel, die mir fehlen. Da hat der Gragas echt was Gutes gemacht für sein Team. Die Reichweite von der Mumus Kuh ist echt übel. So, jetzt habe ich endlich die Ult. So, der wird wieder gesmited. Ich war jetzt schon zweimal Bot, einmal Mitte. Gut, einmal Mitte war ich, aber da war die da leider weg. Die hat uns gesehen, ja. Wir sind doch da! So, lol, unser Mana regeneriert sich besser, als wir es verschwenden können. Das ist ja hammergeil. So, jetzt schauen wir mal, dass wir Timo irgendwie helfen können. Vielleicht geht das ja. Oder machen wir mal den da weg. Maokai ist schon wieder weg. Gibt's doch nicht. Hey, komm zurück. So. Botlane bräuchte schon wieder Hilfe. Ja, fest gepusht. Mist, die war beim Bergdrachen. Das habe ich gar nicht gemerkt.
Das Mana steigt nicht, das sind immer noch 35 Punkte Mana, voll geil. Okay. Ich sag nicht okay, sei ein bisschen begeistert. Ein Gegner wurde getötet. Mist. Zu. Das war jetzt. Aber die Reichweite jetzt zu groß. Also falsch eingeschätzt. Kommen die? Ich hoffe, die haben da kein Wort. Der ist ja ausgelaufen. Fuck. Okay. Dann gehen wir jetzt. Die hatten da ein Wort oder haben immer noch. Echt blöd. Naja. Naja. So. Okay. So, wir gehen jetzt den Flusskrabber holen für einen zusätzlichen Wort. Und wir wollen hier auch mal. Dann können wir auch den Heiltrank wieder nehmen. Ich finde das echt toll mit diesem, dass man immer einen Heiltrank nehmen kann. Wenn man mal mehr braucht, hat man halt mehr, aber man hat immer einen Plus. So ungefähr. Das finde ich echt toll. Der könnte, der wird vermutlich knapp nicht reichen für das nächste Level, oder? Ja, knapp nicht. So. Ja, ich habe was Gutes gemacht. Ich habe sie noch gesmited, das wäre nicht notwendig gewesen. Aber ich wollte nicht, dass sie abhaut, also, naja. Suchen wir uns Feinde. Dafür nehme ich jetzt auch gerne so einen Heiltrank und ping hier mal. Ich glaube, ich nehme nochmal einen Heiltrank. Und ich muss gleich halten, sonst wäre ich gestorben jetzt. Habe ich nicht noch einen genommen gehabt? Boah, seht ihr, wie riesig diese Reichweite ist? Ich nehme gleich nochmal ein. Ich werde nämlich nach denen werde ich zurückgehen. Also nehme ich gleich nochmal ein. So. Oder soll ich zu Timo gehen? Nein. Wir gehen jetzt. So. Wir haben jetzt die Glut. Dann Ninja Tabby ist. Boah, das ist ein ADC, der ist aber 4-0. Okay, Ninja TV ist okay. So. Spiel doch mit mir. So, jetzt gehen wir dem Miss Fortune mal Red. Wohin gehen wir? Talon macht gerade einen Gankbot. Da sollten wir auch reingehen. Hä? Wieso können wir das sehen, was Jin pinkt? Suchen wir uns Freunde. Mist. Okay. Das war jetzt notwendig. Wow, 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 geil. Oh. Ich hab sie noch. Mist. I thought we. Get the tower.
So, Syndra. Nein, Syrah. Too late. So. Na gut. Wohin gehen wir? Wolken 33 Sekunden, da gehe ich gleich mal hin. Aber das war jetzt nicht schlecht. 1, 2, 4. Ich würde sagen, fürs erste Mal Mut, das geht. Boah. Ich will die blauen. Suchen wir uns Freunde. Okay, schade. Ich hab gehofft, ich könnte Rakan erwischen. Wohin gehen wir? Leider. Oh. Spiel doch mit mir. Nicht gut. Das heißt, die Ult leider hierfür verbraten. Okay. Ich bin so ein Fail. Na gut, jetzt nehme ich mir halt Red. Okay. Also entweder er ist nicht da, oder ich habe gerade total volle Kanne daneben geschossen. Und ich glaube eher letzteres. Ja, er ist da. Also ich habe volle Kanne daneben geschossen. So, ich hole mir jetzt schnell Red und dann gehe ich Botlane. Haben wir den ersten? Wir haben den ersten Turm. Verdammt. So. Er hätte uns fast noch bekommen, aber naja. Toll, Malphite. Was war das jetzt? Warum habe ich jetzt wie ausgemacht? Egal. Ah, okay, hat sich entschuldigt. Dann ist es kein Problem. Spiel doch mit mir. So, ich weiß nicht, ob ich den jetzt möchte. Tun möchte. Ich hole mir jetzt einfach hier mal diesen Ward. Da ist die Syndra. So, den hole ich mir. Sehr schön. Mal sehen, vielleicht ist... Ah, Mist, den hat er gerade gemacht. So, ich sollte mal ein bisschen top gehen. Okay. Drake. Okay. Wie er auch sein Wort gesetzt hat. Vielleicht kriegen wir Maokai. Wir haben ihn. Also Gragas. Wir sollten da weg. Wir sollten da unbedingt weg. Ich habe die E leider zu schnell gemacht. Okay. Puh, ich glaube, ich habe den letzten Schuss sogar noch getankt. Puh. 1, 2, 7 ist doch geil. Und Teemo pusht die ganze Zeit top weiter. So. Weiter geht's.
Good job, Timo. Könnte ich mir jetzt noch was kaufen? Nein. Okay. Dann hole ich mir jetzt Blue. Ja, ich hole mir Blue. Was? Okay. Die Reichweite hat knapp nicht gereicht. Was ist denn jetzt schon wieder los? Was hat er denn alleine gemacht? Ich gehe Timo helfen. Bleib hier, bleib hier. Ey! Wohin gehen wir? Der Gegner hat einen Turm zerstört. Bleib hier. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Nein! Boah, hat ihn noch! Hat ihn noch! Aber ich hätte eher zu Timo sollen. Naja. So, ich schau mal, ob der Red jetzt da ist. Aha. Nein, er ist nicht da. Die Würge sind auch nicht da. Aber ich nehme jetzt einen Heiltrank und dann könnten wir zur Syndra gehen. Ja, zur Syrer. Spiel doch mit mir. Mist. Genau dann, wenn ich auf R drücke, haut er ab. Okay, ist weg. Da komme ich nicht hinterher. So. Belfast geht zurück. Was macht Miss Fortune? Keine Ahnung. Okay. Hol uns jetzt noch den hier und dann teleportiere ich mich zurück. Dann machen wir den halt gleich. So. Wolkendrache, die haben den Bergdrachen. Ich heb mir die Kuh jetzt mal auf. Die hat mich ziemlich groß abgelenkt. Seit 16 Sekunden. Verdammt, 700! Ich habe ihn gekriegt. Ich habe jetzt die Kuh doch noch gemacht, weil es wäre nur noch... er hatte nur noch 1000 Leben und 720 für meinen Smite. Also habe ich die Kuh drauf gemacht und dann Smite und dann hat nicht ihn. Naja, nur 40 Sekunden. Echt schade. Ich dachte eigentlich, Timo und so, die würden dann kommen, um zu helfen. Timo hatte den ja mehrmals gepinkt, aber leider war das nicht der Fall. So, defensive Gegenstände. Steinpanzer des Wasserspeiers oder... Ich weiß nicht, was nehmen wir denn? Wir könnten... AP-Mumu spielen. Wir sind jetzt auch tatsächlich ein bisschen auf AP. Boah, das wäre richtig geil. Das wäre richtig geil. Schaden verursachende Zauber und Fähigkeiten verringern eine Sekunde lang das gegnerische Lauftempo um 20%. Das holen wir uns. Ja, wir haben sowieso nicht genügend Geld für Rubinkristall, also egal. So, ich schleiche mich hier jetzt mal ein bisschen rein. Das war geil. Genau so habe ich es mir zwar nicht vorgestellt. Ich habe gehofft, die anderen kommen nach.
Und sie sind besser nachgekommen, als ich dachte. Das war hammergeil. Ja, ich bin ein bisschen zu weit hinten. Mist. Ich habe keinen Smite. Aber wir haben ihn trotzdem. So, ich hole jetzt den hier tatsächlich weg und hole mir lieber den Rubinkristall für mehr Leben. So, gut, wir hätten jetzt pushen können, ich hätte gerne den Inhibitor gehabt, aber gut, wir haben uns stattdessen Baron geholt. 13, Kragas ist auch 13. Sind die Vögel da? Nein, da ist gar nichts da. Holen wir uns die Golems. Und dann geht's wieder zurück. Okay. Das macht echt sehr viel Schaden, machen wir. So. Suchen wir uns Freunde. Ich glaube, ich hab Ding erwischt, Jin. Bin mir aber nicht sicher. Nein! Okay, zerschmettern auf Gragas ging noch. Wir schauen jetzt, Timo holt die Minions. Wir schauen, dass keine gegnerischen Minions durchkommen. Und dann kriegen wir hoffentlich den Turm. Wobei, Rakan lebt gleich wieder. Spiel doch mit mir. Okay, da sind wir tot. 1 für 16 sind wir eigentlich sehr gut. Wenn wir sie noch ein bisschen da lassen könnten, oben sind so viele Minions, das könnte den halben Turm. Die könnten den halben Turm rausnehmen. So, jetzt haben wir das. Machen wir noch Liandris Qual. Das ist für Gragas und Maokai richtig geil. Um gegen sie zu kämpfen. Wir nehmen uns lieber das da. Wir spielen auf AP Amumu. Mit ein bisschen Leben, da Fähigkeit, Magieresistenz, hier Rüstung. Wir haben zu wenig Rüstung. Dornenpanzer vielleicht noch für Jin, oder? Nein, eher gefrorenes Herz. Wohin gehen wir? Dornenpanzer für einen einzigen Champion finde ich zu übertrieben. Wie sieht's denn aus? Drache bald? Jeder will mir meine Minions klauen. Okay. 20 Sekunden noch. Das sind Rakan und Gragas. Spiel doch mit mir. Ein Verbündeter wurde getötet, na toll. Wohin gehen wir? Wo ist Jin? Okay, also wir haben den gegnerischen ADC.
Das Maokai. Lieber Rakan. In 3 Sekunden. Okay, wir haben. Okay, die Kuh ging leider nicht. Ich hätte jetzt wieder zu schmettern. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon übrig hatte. Oh, verdammt. Ich dachte tatsächlich, die würden kommen, und zwar schneller. Naja. Ich hab deren Tempo überschätzt. Rakan versucht die Mitte zu halten. Teemo pusht top aus. Ach, wir müssten eigentlich mal... Ja. Gruppieren uns. Wir müssten eigentlich alles... Wir bräuchten nochmal so ein Ass. Das wäre geil. Wir hätten uns vorhin nicht den Baron holen dürfen. Wir hätten uns vorhin den Inhibitor holen müssen. Och nee. Naja. Jetzt haben sie den Bergdrachen. Richtig blöd. 2 Bergdrachen haben sie. Wir haben einen Wolkendrachen. In diesem Spiel... Die haben tatsächlich das Team mit dem besten. Das alles schon erledigt. Alle Monster schon tot. Die haben halt einfach die meisten. Das Team mit dem größeren Beweglichkeit. Deswegen ist der Wolkendrache gut für uns. Da wird er doch auch etwas beweglicher werden, aber. Die haben halt. Zusätzlich jetzt noch zwei Dinge. Aber wir dürfen nicht kämpfen. Teemo pusht. Ich brauche einen guten Engage. Das war ein guter, würde ich mal behaupten. Verdammt, ich bin nicht hinter. Wo bin ich? Okay. Teemo hat jetzt einen Inhibitor. Aber... Boah, ich bin so gut auf... Ich hab volle Kanne alles auf Jin raus. Und er ist nicht gestorben. Teemo kriegt jetzt einen Inhibitor, aber die könnten bei uns durchkommen. Das ist echt scheiße. Teleportiere dich zurück, Teemo. Wir hätten halt echt Teemo gebraucht. Okay, Gragas hätte es fast verhindert, dass Teemo weg ist. Okay, das war es überhaupt nicht wert. Ne, jetzt haben wir verloren. Ich lebe in 5 Sekunden erst wieder. Oh, Moment mal. Miss Fortune und Malphite leben wieder. Das habe ich echt überhaupt nicht gesehen. Okay. Wenn wir jetzt noch Mitte einpushen können. Mitte oder Bot? Oh Mist. So. Boah, das ist unglaublich, wie stark eine AP-Mumu ist. Aber wir können Baron nicht machen. Das ist zu riskant. Oh Gott.
Jetzt wären wir zu fünft, auch mit Timo. Jetzt könnten wir es schaffen. Okay, ich hab den Engage vergeigt. Boah, wir müssen hier weiter pushen mit deren Top wird gerade voll eingerannt. Wohin gehen wir? Suchen wir uns Freunde. Ja, bereit. So. Oh, ich glaube, ich habe meine Wege gerade ausgemacht. Das ist überhaupt nicht gut. Hä? Malphite ist noch da drin, glaube ich. Okay, das war es nicht wert. Wir haben nur Jin getötet. Und der war sofort tot am Anfang des Kampfes. Gefrorenes Herz. An was bin ich gestorben? Ich bin am Turmschatten gestorben, also... Scheiße. Und nee, jetzt haben die echt... Oh, verdammt. Wir hätten eigentlich sofort wieder raus sollen. Stimmt schon. Dieser Dive war perfekt, wir haben Jin getötet, aber wir hätten danach sofort wieder raus sollen. Das sind wir nicht. Und das war das Problem. Boah, bitte, Inhibitor, komm wieder. Inhibitor, komm schon! Mist. Ich habe auch noch auf die Kuh gedrückt. Malphite loose, naja. Schade eigentlich. War ein richtig tolles Spiel eigentlich. Beide Teams nicht zu overpowered. Ich finde, der Timo, der hat... Gut, dass er da... Bei diesem einen Teamkampf, dass wir den verloren haben, das war echt scheiße. Das eigentlich war das Problem, ich hatte Jin, dieser einen Teamkampf, wo Timo den Inhibitor geholt hat. Ich hatte Jin und Jin ist aber nicht gestorben. Ich habe alles raufgehauen und er konnte trotzdem raus. Und das war das Problem. Wen ehre ich denn? Also mal verraten, ich glaube, ich ehre Talon. Also wie gesagt, ich hatte Jin, den Timo top gepusht hat, den Peter geholt hat, und der ist nicht gestorben. Wäre Jin gestorben, dann hätten wir einiges besser machen können, vielleicht. Na gut. Echt schade. Aber ich muss sagen, mir gefällt AP Amumu. Gefällt mir wirklich sehr gut. Na gut. Eigentlich schade, aber egal. Ich habe eine Ehrung bekommen, GG. Finde ich sehr toll. Keine Ahnung, wer mich geehrt hat. Aber naja. Naja, wo ist denn der Gragas? Ich hatte 600 Gold mehr als Gragas, war aber nicht Level 17. Gragas hatte einen Kill mehr. Tode waren wir gleich. Aber ich hatte 3 Assists mehr. Ja gut. Und ich hatte 22 mehr Minions. Na gut, aber egal. War ein tolles Spiel an sich. Wir hatten einmal Pech, als Jin nicht gestorben ist. Wir hatten einmal eine Fehlentscheidung gemacht, als wir nach dem Jins Tod, da bei dem letzten Dive gerade eben, nicht raus sind. Aber davon abgesehen war das eigentlich ein tolles Spiel. Naja. Vielleicht hätte ich zu Beginn top öfters pushen sollen und nicht versuchen sollen, Bot oder Mitte zu ganken, weil sind ja jedes Mal fehlgeschlagen irgendwie. Ich hätte öfters, aber top war immer gepusht. Echt blöd. Na gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute!